Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es mal keine Wanderung, sondern ein Update. Lang ist es schon wieder her, dass ich ein Video gemacht habe und zunächst wollte ich mich erst einmal für die 2000 Abonnenten bedanken. Das ist einfach so krass, wenn man sich das vorstellt. Nicht mal auf meiner Schule waren damals 2000 Leute, sondern glaube ich 1000. Und wenn man sich das dann mal zwei vorstellt, ist das einfach mega viel. Danke, danke, danke. Freut mich voll. Und ich habe da Farbe, weil ich gestrichen habe. Ja, warum mache ich heute das Video? Es geht darum, dass es eine Neuigkeit gibt, die ich mit euch besprechen wollte. Und ja, weil ihr Teil meines Lebens ja irgendwie auch schon seid, ist mir das natürlich wichtig, dass ihr da auch informiert seid. Ich studiere ja Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Harz und ich kam jetzt durchs sechste Semester durch und man kann es wirklich so sagen, ich kam durch, denn es war sehr, 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 sehr anstrengend. Ich hatte ja auch mal gesagt, ich freue mich, mehr Videos machen zu können und am Ende wurde daraus nichts, weil wir so viele Projekte hatten. Wir haben zum Beispiel auch ein ganz eigenes Assessment Center auf die Beine gestellt und das ist gar nicht mal so einfach. Ja, ich will es gar nicht so in die Tiefe gehen, aber wir hatten halt verdammt viel zu tun und ich habe mich ja auch speziell in meinem Studium für den Bereich Personal entschieden und dann nochmal für Coaching. Also das heißt, ich gehe so eher in Richtung Coaching, Personalentwicklung und Personalcoaching. Und ich durfte auch im Zuge meines Studiums zwei Leute coachen und das war auch sehr aufwendig, aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch meine Fachprüfung im Coaching abgelegt im sechsten Semester. Das lief auch sehr gut. Allgemein hat es natürlich Spaß gemacht, aber es war sehr aufwendig alles. Und dadurch seid ihr dann am Ende etwas kurz gekommen, was mir auch sehr leid getan hat. Und genau, dann habe ich jetzt noch die Prüfungsphase hinter mich gebracht und war kurz vorm Burnout, um ehrlich zu sein. Es war wirklich echt viel los. So, das war das Thema Studium. Und im Zuge meines Studiums gibt es eine Neuigkeit, nämlich, dass ich bald nach Österreich ziehen werde. Ich habe das ja schon mal angeteasert in einer Folge meiner Wanderung, dass ich eine Zusage von Österreich habe, von der Hochschule dort. Und jetzt ist es halt offiziell, weil ich musste nochmal eine Bewerbungsphase durchlaufen. Und das hat alles geklappt und ich durfte mir auch schon meine Studienfächer da aussuchen. Also ich werde dann da ein Auslandssemester machen im Bereich Business Management. Dann werde ich nochmal sowas wie Marketing und Change Management mit aufnehmen. Also werde ich jetzt nochmal mein Repertoire ein bisschen ja, auffüllen und breiter fächern. Und das werde ich dann alles in Österreich machen. Und somit werde ich 6 Monate in Österreich sein und dort auch die Prüfungsphase mitnehmen. Das wird wieder alles sehr anstrengend, aber ich freue mich trotzdem drauf. Und dann bin ich gegen Februar erst wieder in Deutschland. Also ich werde vom September an bis zum Februar in Österreich sein. Krass, ne? Finde ich auch. Ich werde dann da auch in so einem Studentenwohnheim wohnen. Ich habe da schon eine Wohnung organisiert. Das steht auch schon alles. Ich habe schon den Mietvertrag und es ist alles sehr, sehr teuer in Österreich, um ehrlich zu sein. Das ist nicht vergleichbar mit dem Harz. Ich meine, wo hat man denn die Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen? Und ich wollte das unbedingt mal im Ausland zu studieren. Ausland in dem Sinne, ich meine, ich spreche da weiterhin Deutsch. Aber ich bin dann mal wieder ganz auf mich allein gestellt. Und das ist immer etwas, was ich mag als Herausforderung für meine persönliche Weiterentwicklung. Natürlich wird das voll die Umstellung, hier aus der Wohnung rauszugehen. Ich meine, ich wohne ja hier mit Janis zusammen. Den kennt ihr ja eigentlich auch aus meinen Videos. Er ist halt lieber hinter der Kamera. Manche sagen von euch so: Boah, der guckt immer so böse. Aber er mag es halt wirklich nicht, im Gegensatz zu mir. Also er ist voll das Kontrastprogramm. Mag er es überhaupt nicht, gefilmt zu werden oder vor der Kamera zu stehen. Also Social Media ist auch echt nicht so sein Ding. Aber er supportet mich halt auch voll dolle, was das angeht. Er filmt ja voll gerne und er sagt auch immer: Sarah, wir müssen Wandervideos machen. Und ich wohne halt mit ihm hier zusammen und es wird voll die Umstellung, jetzt wieder in eine neue Wohnung zu gehen, wo ich halt niemanden habe. Dein Partner ist nicht da, du kannst ihm nicht jeden Tag so erzählen, was du gemacht hast. Klar, am Telefon, aber es ist halt nicht dasselbe. Und da war ich schon schön. Aber ich hatte das schon öfters, dass ich solche Situationen ganz gut gemeistert habe. Ich meine, hier im Studium, da kannte ich ja auch niemanden. Da bin ich hingekommen und habe neue Kontakte und sehr, sehr gute Freunde geknüpft. Und das vergisst man ja oft sehr schnell, dass man das dann doch irgendwie gemeistert hat. In Sachen YouTube habe ich so folgende Idee gehabt, dass ich halt mit euch in Österreich wandern gehen werde, was natürlich wahnsinnig schön sein wird wahrscheinlich. Also ich werde dann da auch in Kärnten wohnen. Da werde ich sein, direkt bei den Bergen. Aber ich hatte
halt auch vor, so Vlogs zu machen, weil mir das einfach Spaß macht und irgendwie habe ich halt auch Bock, euch mehr in meinem Alltag mitzunehmen. Und das ist für mich auch nochmal so eine Art Wohlfühlzone, dass ich euch habe und mit euch dann erzählen werde. Und wie das dann so alles abläuft, das werdet ihr dann wahrscheinlich sehen in Zukunft. Es wird natürlich noch weiterhin Wandervideos für euch geben im Harz und da habe ich auch noch ein paar Ideen und ich habe ja jetzt Semesterferien. Also ich bin echt gespannt, wie sich das alles entwickelt. Und ich finde es sehr schön, dass ihr dabei seid. Da würde ich sagen, habe ich noch irgendwas? Ich hatte da so einen Zettel. Nö. Ich hoffe, es hat euch nicht überrumpelt und ich würde sagen, bleibt dabei, eure Voice frei. Tschüss.